Der stellvertretende britische Regierungschef Dominic Raab hat seinen Rücktritt erklärt. In einem Schreiben an Premierminister Rishi Sunak teilt Raab mit, er lege diesen Posten und auch sein Amt als Justizminister nieder. Raab reagiert damit auf Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung zu Mobbingvorwürfen, die dem Premierminister zuvor vorgelegt worden waren. Die Untersuchung war nach mehreren Beschwerden gegen Raab aus seiner Zeit als Außenminister, Brexit-Minister und einer früheren Amtszeit als Justizminister eingeleitet worden. Raab war laut Medienberichten für seinen Führungsstil und seinen Umgang mit Untergebenen gefürchtet. Angestellte beschrieben ihn demnach als manipulativ und aggressiv. Das Ergebnis der Untersuchung wurde bislang nicht veröffentlicht. Raab erklärt aber, er fühle sich verpflichtet, den Ausgang zu akzeptieren. Er weist zugleich darauf hin, dass der Bericht alle Vorwürfe bis auf zwei zurückgewiesen habe. Aber auch diese seien falsch.